Friede sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Seid gegrüßt zu diesem dritten Teil hier in dieser Videoreihe über den Vergleich zwischen den biblischen Evangelien und dem Essene Humane Gospel of Christ. Und diesmal geht es über die Stelle, wo Jeschua dort Simon Petrus und Andreas aufruft, ihm nachzufolgen. Und wo er sagt, dass er sie zu Menschenfischern machen will. Und da können wir gleich mal direkt einsteigen hier in dem, was dort in der Bibel, in den biblischen Evangelien zu lesen ist. Und zwar lesen wir hier, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach, und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Das finden wir hier in Matthäus Kapitel 4 und auch in Markus Kapitel 1. Und nun kommen wir hier zu dem, was wir im Essene Humane Gospel of Christ zu dieser Geschichte, zu diesem Szenario hier finden. Und auch dort lesen wir, als Jeschua am See Genezareth spazierte, sah er Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas, denn sie waren noch Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt und folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Lasst von der Zerstörung der Geschöpfe Gottes ab und lernt, das Leben zu geben, und nehmt nicht das Leben von irgendeinem Lebewesen unter der Sonne. Denn Jeschua ist ja auch bekanntlich gekommen, damit alle Leben im Überfluss haben. Weiter heißt es hier, als sie die Worte oder diese Worte von Jeschua hörten, verließen sie sofort ihre Netze und folgten ihm und sannen über den Sinn seiner Worte nach, denn sie gehörten nicht der Bruderschaft des heiligen Weges an und verstanden nicht die Ehrfurcht vor allem Leben. Diese Heiligen wurden von Außenseitern als Essener bezeichnet, was bedeutet, die Heiligen Gottes, die kein Leben von irgendeiner Kreatur nehmen, sondern durch ihre Einhaltung des Gesetzes der humanen Liebe untereinander bekannt sind. Und ich kann hier nochmal hinzufügen, ich habe bereits ein Video über die Essener gemacht, wo Zeitzeugenberichte erwähnt werden von Flavius Josephus und von Philo dem Älteren, die über diese Heiligen dort berichten und ihren täglichen Lebenswandel. Und dort kann man erkennen, dass so ziemlich jede einzelne Lehre, die Jeschua gelehrt hat, die Jesus gelehrt hat, die finden wir dort in ihrem alltäglichen Leben wieder. Und ja, dies waren, wie es hier auch steht, die Heiligen Gottes, die heilige Bruderschaft des Heiligen Weges. Und ja, wen das interessiert, der kann sich dieses Video in meinem Kanal hier gerne angucken. Und weiter heißt es hier, und nicht lange danach kam Jeschua zu zwei anderen Brüdern, Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinem Bruder, und er rief sie zu sich. Und sie folgten ebenfalls Jeschua und wurden Apostel des Herrn. Und Jeschua bewegte sich in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte den heiligen Lebensweg und heilte alle Arten Gebrechen und Krankheiten unter den Menschen. Und das Wissen um seine guten Werke ging durch ganz Syrien, und viele wurden mit allen Arten von Krankheiten und Qualen zu ihm gebracht, die Besessenen, die mit Lähmung und viele andere Leiden heilte Jeschua.
In den Dörfern und Städten verbreitete sich das Wort wie ein Lauffeuer und es folgten Jeschua große Massen von Gläubigen aus Galiläa, aus Dekapolis und aus Jerusalem und Judäa und sogar jenseits des Jordan. Der Ruhm von Jeschua war weithin bekannt und viele erzählten davon ihren Nachbarn und den Nachbarn ihrer Nachbarn, so dass das gesamte Gebiet von Jeschua und seiner von Gott gesandten Mission wusste. Und die Jünger von Jeschua hörten jedem Wort aufmerksam zu und waren erstaunt über seine große Weisheit und Fähigkeit, alles zu wissen, denn nicht eine einzige Seele stellte eine Frage oder Angelegenheit, die Jeschua nicht zur Befriedigung beantwortete. Und ja, hier sehen wir auch hier wieder, dass Jeschua sie dort von der Zerstörung der Geschöpfe Gottes dort abgehalten hat und sie zu Menschenfischern gemacht hat. Das impliziert ja auch, dass sie damit aufhören sollten, Fische zu fischen und somit die Geschöpfe Gottes zu verderben. Und ja, da muss sich mal jeder selber fragen, ob Jeschua, das fleischgewordene Wort Gottes, der nicht seinen eigenen Willen, sondern den des Vaters vollbracht hat, der auch nicht sein eigenes Wort verkündigt hat, sondern das des Vaters, der am Anfang angeordnet hat, dass ja, Mensch und Tier vor sich von allem Unblutigen, was die Mutter Erde aus ihren unendlichen Quellen hergibt, sich ernähren sollen. Und was nicht durch das Schwert und durch Blutvergießen gewonnen wird, ob dieser nicht vielmehr die Menschen davon abgehalten hat, die Geschöpfe Gottes zu verderben, als selber dazu beizutragen und es gut zu heißen. Ja, denn wir wissen auch, dass er, laut Jesaja 11, derjenige ist, natürlich der das ewige Friedensreich Gottes errichten wird. Und dort sehen wir nämlich den Willen des himmlischen Vaters, und zwar, dass seine gesamte Schöpfung in Frieden und Sicherheit miteinander wohnt. Und dort steht geschrieben, dass auf seinem ganzen heiligen Berge niemand zu Schaden kommen wird und niemand dem anderen Bosheit antun wird. Und zwar deswegen, weil das ganze Land voll Erkenntnis des Herrn sein wird. Und wir lesen auch im Alten Testament unter den Propheten, da sagt er in Jeremia, dass sein Volk umkommt aus Mangel an Erkenntnis und sie haben seine Erkenntnis verworfen, lesen wir da auch. Sie haben sein ewiges Gesetz der Liebe durch Menschengebote ersetzt, nämlich durch dieses blutige satanische Priestertum. Und das war auch der Grund, warum er seine Propheten immer wieder gesandt hat, um sein Volk davon abzubringen. Und er hat auch sein Gericht dem Volk deswegen angedroht und hat es auch über sie gebracht, indem er beide Tempel wegen dieser Dinge zerstört hat und auch ganze Generationen verworfen hat, wegen des Vergießens des unschuldigen Blutes seiner unschuldigen Geschöpfe. Und hier habe ich noch eine weitere Stelle aus dem Essene Human Gospel of Christ, die habe ich jetzt nochmal hinzugefügt, die bezieht sich jetzt nicht auf dieselbe Situation hier, aber hier lesen wir, seid Menschenfischer und werft eure Netze nach den Reichtümern des Himmels, indem ihr nicht zu primitiven Werkzeugen des Satans werdet, nämlich indem ihr eure Netze zum Fischen der Fische des Meeres benutzt und somit die Geschöpfe Gottes verderbt, sondern zu feinen Werkzeugen Christi, die stets die verlorenen Schafe Gottes suchen, die in jeder Nation der Menschen verstreut sind, wie die Gewässer die Meeresböden bedecken. Denn ich sage euch wahrlich, Satan sammelt auch seinen Samen in die böse Ernte, und was auch immer Satan sammelt, behält er und erklärt seinen Sieg über das Gute. Aber ich sage euch allen, was immer dieser tut, lasst es geschehen, denn dem Bösen wurde Autorität gewährt, seinen Samen zu sammeln, so wie die heiligen Engel den rechtschaffenen Samen Gottes sammeln, über den der Satan keine Macht hat. Und dazu kann man sagen, dass
jeder Mensch zwangsläufig mit seinen Entscheidungen, mit seinen Worten und Taten einem von zwei Herren dient. Und wer diese beiden Herren sind, das muss ich hier wohl nicht extra erwähnen, dass dies Gott und der Satan sind. Und Jeschua sagte auch, dass man nicht zwei Herren dienen kann und dass diese auch nicht miteinander vermischt werden können. Und ja, wenn man den unheiligen Gesetzen des Satans dort danach lebt und die Geschöpfe Gottes verdirbt und seine eigenen fleischlichen Gelüste über das Leben stellt, was von Gott geschaffen wurde und was nur er das Recht hat, wieder zu nehmen, und weder Menschen noch Engel das Recht haben, einzufordern oder zu nehmen. Und ja, so wird Jeschua den gerechten Samen einfordern, der den Willen des Vaters tut, und der ist nicht weiter schwer, denn es gilt alles oder geht alles nach den zwei goldenen Geboten, dass man jedem Geschöpf das antut, was man sich für sich selber wünscht, und keinem Geschöpf etwas antut, was man selber nicht möchte, dass es einem angetan wird. Und an diesen beiden Geboten, hat er gesagt, hängt das ganze Gesetz und die Propheten, nämlich Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele und ganzem Verstand, mit all seinen Taten und seinen Nächsten wie sich selbst. Und er lehrt in diesem Evangelium, dass auch die Geschöpfe Gottes unsere Mitbrüder sind, in der großen Familie Gottes, unsere Mitbrüder und Schwestern. Und alles, was wir ihnen antun, was wir irgendeinem Geschöpf antun, das tun wir auch ihm an. Denn er leidet mit allen Leiden der Geschöpfe Gottes, aber er erfreut sich auch an allen Freuden der Geschöpfe Gottes. Und das finden wir in Matthäus 25. Das ist nämlich die Stelle, wo geschrieben steht, nach welchen Kriterien der Herr Jeschua, wenn er wiederkommt, in aller Herrlichkeit, um die Lebenden und Toten zu richten, nach welchen Kriterien er dort die Gerechten von den Gottlosen scheidet. Und das sind nichts anderes als Taten der Nächstenliebe, die wir einem auch nur seiner geringsten Brüder und Schwestern getan haben. Die haben wir so mit ihm getan, sagt er. Und ja, diese beziehen sich nicht nur auf Menschen, sondern auf alle Geschöpfe Gottes. Und das sieht man auch an Aussagen wie in Jesaja 66, Vers 3, dass es dort heißt: Wer einen Stier schlachtet, gleicht dem, der einen Menschen erschlägt. Und im vierten Vers heißt es da auch noch, dass die Menschen, indem sie das tun, ihre eigenen Wege gewählt haben. Und dass dies böse Dinge in den Augen Gottes sind. Und wie ich schon sehr oft gesagt habe und auch noch öfter sagen werde, dieses bringt eine Blutschuld mit sich. Man macht sich zu dem Komplizen des Todes und damit auch des Satans. Man setzt sich an den Tisch der Dämonen, macht sich somit zu dem rechtmäßigen Samen des Satans, der einen dafür ganz gewiss anklagen und als seinen rechtmäßigen Samen einfordern wird, wenn man nicht darüber Buße tut und davon sich abwendet und fortan das Recht tut. Und wie gesagt, das Rechte ist nicht viel verlangt, denn Gott verlangt nicht mehr von uns, als dass wir alle seine Geschöpfe, ob Mensch oder Tier, mit Liebe behandeln, ihnen das tun, was wir uns für uns selber wünschen, und ihnen nichts tun, was wir nicht möchten, dass es uns widerfährt. Und ja, das war's jetzt zu diesem Punkt. Und ich hoffe, auch dieses Video war wieder mal ein Segen für euch und hat euch der Wahrheit ein Stück näher gebracht, nämlich den unverfälschten Lehren unseres Herrn Jeschua. Und ja, in diesem Sinne, seid gesegnet, der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und hoffentlich bis zum nächsten Video. Shalom.